Hallo, hier ist der Gray für euch. Oder eigentlich bin ich gerade auf der Clara unterwegs. Ich möchte euch heute zeigen, wie man so viele wie möglich Bäume auf eine 16x16 Meter Farm bekommt. Heute nehmen wir uns die 4,5 Meter Bäume. Das sind zum Beispiel Zedern oder Espen. Ihr seht hier also meine Farm. Ihr müsst natürlich wirklich versuchen, so viel wie möglich Platz auszunutzen. Das heißt, so weit wie möglich an den Rand bauen und auch aneinander bauen. Sonst passen am Ende nicht 20 Bäume hin. So, die ersten vier Bäume kommen hier nebeneinander. Wahrscheinlich würdet ihr alle Bäume so nebeneinander stellen, in vier Reihen, aber da passen halt nicht 20 Bäume, sondern nur 16 Bäume auf die Farm. Und deswegen machen wir das jetzt hier anders. So, die ersten vier Bäume stehen. Den nächsten Baum setzt er hier in die Lücke. Damit kommt er, wie ihr seht, noch weiter nach oben. Und ihr habt am Ende einfach mehr Platz. Ich hoffe, dass es mir heute gelingt. Manchmal ist es etwas eng und dann passen nur 19 drauf. So, der nächste Baum kommt hier direkt in die Mitte, so weit wie möglich nach unten. Für Leute, die eine Maus haben, der man die Empfindlichkeit einstellen kann, natürlich umso vorteilhafter. So, und der letzte Baum kommt hier daneben. Ihr seht schon, es ist sehr eng. So, damit haben wir die ersten 8 Bäume hingestellt. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und wie ihr dann gleich sehen werdet, passen dann hoffentlich die letzten noch übrigen 4 Bäume in die Mitte. In der ersten Reihe natürlich. Wenn meine Maus funktionieren würde. So, und auch bei der zweiten Reihe machen wir das gleiche. Hier an die Ecke, so weit wie möglich nach außen. Und so weit wie möglich nach oben. Bei den anderen drehe ich mich dann halt immer rum, damit nur die Mitte hier besser abschätzen kann. Knapp.
sein, dass ich jetzt schon einen Fehler gemacht habe. Wir hoffen mal, dass es trotzdem reicht. So. Jetzt haben wir noch 4 Bäume übrig und auch noch hoffentlich genug Platz. Ihr seht es schon. Die anderen Bäume müssen jetzt hier in die Mitte, den so weit wie möglich an die Vogelscheuche ran. Letzten, der sollte daneben passen, genau. So, und wenn ihr das mehrfach hintereinander machen wollt, kann ich euch nur noch einen Tipp geben. Ihr seht ja schon, dass es sehr lange dauert beim Pflanzen. Wenn ihr das also aberntet, also die Bäume fällt, setzt auf den Platz des gefällten Baumes gleich den nächsten Schößling. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es immer passt und erspart euch hier später dann die Möglichkeit, dass es mal nicht passen könnte und nicht alle Bäume drauf passen. So, und damit war das der 20. Baum. Ihr seht, es geht mit richtigem Management, dass 20 Bäume auf eine Farm passen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch viel Spaß. Ciao, ciao.